heisst es jetzt Zucchini oder Zucchetti? Ich weiss es immer noch nicht, was der Unterschied ist. Auf jeden Fall zeige ich euch heute ganz tolle Rezepte mit Zucchini. Eigentlich mein Lieblingsgemüse, das ich fast täglich brauchen tue. Und deshalb sind mir auch die guten Ideen gekommen und habe gedacht, was mache ich? Oder mit was tue ich Zucchini für ein Apéro kombinieren und was für die Vorspeise und natürlich noch die Hauptspeise. Ich war in Mallorca und dort habe ich für die Hauptspeise Zucchini Tortellini ausprobiert. Und ich sage euch, das teile ich mit euch, das Rezept. Also startet wir mit dem Apéro. Was habe ich da gemacht? Natürlich Zucchini gesliced. Und ich, die kannst du natürlich auch roh anrichten, aber ich habe sie im Öl, in Olivenöl flavored, also aromatisiert mit frischem Rosmarin. Und dann habe ich sie drinnen gebrötelt, aber ohne Salz, einfach schnell mal dann aufs Papier draufgelegt und ein bisschen das Öl abgetrocknet. Und jetzt sind sie parat, damit ich sie in einem Käse rein kann. Ich habe jetzt Feta-Käse dazu genommen zum Röllen. Es gibt einen schöneren Kontrast mit dem weißen und dem grünen Zucchetti. Aber dazu natürlich auch noch andere Käse. Bunt ist bei der Rossi immer gut. Deshalb, neben der Zucchetti habe ich ein bisschen Früchte nicht da, damit es ein bisschen Farbe gibt. Und zwar habe ich gefunden, Aprikosen, die schönen Reifen, die sind mega fein. Dazu mit dem Käse, die Kombo ist gefährlich. Und vor allem eins ist gefährlich, das sind die Knäckebrote, die ich bei Farmi entdeckt habe. Also die kommen mir extrem nahe an meinen eigenen, die ich mache. Also das ist eine grosse, grosse Konkurrenz, sage ich euch. Also sie gibt es mit Kürbiskern oder eben auch mit Paprika drin, aber einfach ein Genuss. Ich tue mir jetzt mal etwas vorbereiten für mich und dann gehen wir weiter. Pardon, ich muss das Maul aus dem Wasser muss ich schnell noch abtrocknen. Das Wasser aus dem Maul, sagt meine Produzentin. Typisch Italiener, ist alles verkehrt. Was habe ich gemacht? Anders als Salz und Pfeffer habe ich erst am Schluss drauf. Auch auf den Früchten. Ich finde, das passt perfekt. Also nicht zu früh, damit es nicht zu wässrig wird. Erst am Schluss nachher servieren und die Kombo zusammen. Es läuft immer noch. Ich habe keine Lippenstift mehr drauf. Kein Wunder, ich bin ständig ein bisschen am Schneugen. Aber wir kommen jetzt zur Vorspeise. Und zwar gibt es jetzt einen Carpaccio. Und zwar einen Zucchetti Carpaccio. Ganz fein. Tue ich die Slide und tue sie aber nicht bröteln, sondern roh. Und dann gibt es dazu Burrata. Ein bisschen schön das auseinandernehmen, Burrata drauf. Dann ein bisschen Granatäpfel für die Farbe. Und dann tue ich auch noch ganz fein Spaghetti sliden. Und zwar Rüebli, auch ein bisschen Farbe. Natürlich gibt es drauf ein bisschen Olivenöl. Man kann auch ein bisschen Zitrone, wenn man will. Aber ich tue nur Olivenöl, feinen Pfeffer, fein Salz. Und that's it als Vorspeise. Natürlich immer wieder mit dem Knäckebrot. Also sie sind noch nicht ganz fertig, meine Zucchetti oder Tortellini Zucchetti. Ich habe die gestern schon vorbereitet zu Hause. Und heute zeige ich aber euch noch mal den letzten Schliff, wie ihr sie könnt, vor allem faltentechnisch die zusammenfalten. Aber gestartet einmal ganz einfach die Zucchetti wieder slicen. Dann habe ich drei verschiedene Pilzsorten genommen und die habe ich fein geschnitten. Dann habe ich es schön angedünstet und zwar im Olivenöl mit Schnittlauch und Peterli. Genau, Schnittlauch und Peterli, keine Zwiebeln. Das Ganze schön anbraten, schön ziehen lassen, dass Wasser rauskommt, sodass es nachher wie ein Ragout stattfindet, das Vegetarisches. Und dann erst habe ich es abkühlen lassen und dann anfangen, das zu füllen. Du nimmst zwei Slides, zwei feine. Die eine tust du runter, vertikal und die andere horizontal, quasi das Kreuz. Wobei das Kreuz, das heisst, das eine, das obere, mehr auf die eine Seite, ein bisschen mehr Platz lassen. Und dann tust du den Ragout auf der Mitte von der Zucchetti und dann faltest du das erste gegen oben. Das rechte tust du nochmal falten und dann das linke und dann hat es noch ein kleines Spätzchen. Und dann drehst du es um und es ist getan. Also es sieht wirklich, es tut noch viel, aber es ist einfacher, wenn man es macht. So, die schöne gefaltene Tortellini, Zucchetti Tortellini, kommen jetzt in die Pfanne rein. Und zwar ein bisschen Olivenöl, schön anbröteln, rechts und links. Und dann fängt das schon an duften, die Pilze, das Pilzragout schmecken wir auch daraus. Ihr seht, dann tue ich noch ein bisschen Salz und Pfeffer, weil ich sie nicht gesalzen und pfeffert vorher Zucchini. Also das auch noch gerade. Nachher anrichten, dann habe ich wieder das, was eigentlich drin reingekommen ist, als Füllung. Ein bisschen Schnittlauch, ein bisschen Peterli, frische Radiesli für das Auge, für die Farbe. Natürlich wieder Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili am Schluss, Pulver. Seht du, und so sieht es aus. Eine absolute Farbenpracht und natürlich auch der Geschmäckerpracht. Es ist irrsinnig. Ich danke vielmals Farmi. Es macht so viel Spass, immer zu bestellen.
Es macht nur mehr Spass, wenn man es überkommt und das Ganze noch auspacken tut. Und natürlich das Vorbereiten und am Schluss das Ganze auch geniessen. Frisch, knackig, regional, saisonal, immer alles fantastisch. Danke vielmals, Farmi, auch für die tollen Blumen. Ihr habt ja immer tolle Blumen. I'm happy. Ich hoffe, ihr auch. Schade, könnt ihr nicht mitessen jetzt mit mir und meiner Produzentin Anouk. Komm jetzt vorne. Ich hoffe, meine Gerichte haben euch ganz gut gefallen. Kommentare und Likes immer sehr willkommen. Willkommen! Und neue Abonnenten natürlich auch auf dieser Seite. Und natürlich, wenn ihr wollt, andere Beiträge von mir sehen im Bereich Mode, Lifestyle auf dieser Seite. Und ich sage jetzt euch nur, buon appetito!